Warum sollte Krüger sowas machen? Weil er der zweitgrößte Händler in Berlin ist. Weil er Krüger die Krake ist und Leuten die Arme ausreißt, die ihn bescheißen. Deshalb. Na, dann gehen wir einfach zu ihm hin und sagen ihm, dass er uns zu viel gegeben hat. Ach, echt? Und was, wenn er gar nicht weiß, dass er uns zu viel gegeben hat? Na, dann kriegt er halt ein bisschen was zurück. Sag mal, hast du schon mal irgendwas von Berufsqualifikation gehört? Berufsqualifikation? Ja, hab ich mir gedacht. Das sind bestimmte Eigenschaften, die man für diesen Job mit sich bringen sollte. Und Dämlichkeit gehört auf keinen Fall dazu. Dämlichkeit? Willst du mir da irgendwas durch den Zaunfall sagen? Egal, ich verschenke jedenfalls kein Honig. Ihr habt dafür gearbeitet, schon vergessen? Aber gerade eben hast du doch noch gesagt... Das war hypothetisch. Hypo was? Was machen wir denn jetzt mit der Kohle? Beruhig dich doch erstmal. Alles cool. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde pissen. Ich habe mal gehört, dass übertriebener Harndrang psychologisch bedingt ist. Übertriebener Harndrang? Ich muss einfach mal pissen, Alter. Nee. Du schleppst eine Menge Ballast mit dir rum. Einiges an Problemen. Da müssen wir mal drüber reden. Weißt du was? Mein einziges Problem, das bist du und dieser Hunderter. Ich gehe jetzt mit der Kohle aufs Klo und dann gehe ich zu Krüger. Sag mal, was ist denn eigentlich los? Hat Nordkorea die Bombe gezündet oder was? Ich verlasse dich. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Die Zeit des Scherzes ist vorbei. Kannst du mir mal sagen, was hier eigentlich das Problem ist? Wo ist überhaupt Sophie? Auf dem Kindergeburtstag? Bei einer Freundin? Bei Lara? Hast du vergessen, ne? Ja, hab ich. Bin ich ja nicht alleinerziehend? Ich hab da so satt! Tut mir leid, wenn ich auch mal ein bisschen spät komme, aber ich arbeite fast Tag und Nacht. Ich brauch auch mal eine Auszeit. Natürlich liebst du Paul auch. Aber hier geht es doch gar nicht darum. Hier geht es darum, was das Beste für unseren Sohn ist. Das Beste für Paul. Okay. Erinnerst du dich noch daran, wie du früher gesagt hast, dass Frauen die gleichen Chancen im Leben haben sollten wie Männer? Und ich habe dir immer zugestimmt. Mit dem gleichen Recht wüsste ich jetzt aber auch gerne, wie es sein kann, dass eine Frau automatisch der bessere Elternteil ist, nur weil sie eine Frau ist. Nein. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich habe viel drüber nachgedacht, worauf es ankommt. Es kommt auf Geduld an und auf Beständigkeit und auf zuhören können. Und es ist das Talent, so zu tun, als ob man noch zuhört, auch wenn man schon gar nicht mehr zuhören kann. Und natürlich kommt es auch auf Liebe an. Und jetzt frage ich dich aber, wie es sein kann, dass Frauen ein Monopol auf Liebe und Geduld haben. Ha? Jetzt wein doch nicht.